Good morning, Leute. Mein Name ist Dominik von Freundship. Das ist mein Hund Paul. Und zusammen leben wir Vollzeit in diesem umgebauten Krankenwagen. Mhm. 2019 habe ich den Wagen als vollwertig ausgestatteten Krankenwagen gekauft, mit dem Ziel, ihn zum krassesten Krankenwagencamper der Welt umzubauen. Und heute zeige ich euch, was aus meinem Plan geworden ist. Ich starte jetzt einfach mal mit außen. Der Wagen wurde komplett in einer schwarz-matten Raptor-Beschichtung lackiert. Raptor-Beschichtung bedeutet, das ist so eine Pickup-Ladeflächenbeschichtung, die extrem robust ist. Und Leute, glaubt mir, da bleibt nicht der Lack am Baum hängen, sondern der Baum am Lack, wenn ihr irgendwo mal hängen bleibt. Des Weiteren wurde der Wagen ein bisschen gepimpt. Also die Offroad-Fähigkeit sollte hergestellt werden. Das heißt, ich habe hier dicke, fette BF Goodrich Alterer-Reifen drauf gemacht. Wir haben hier einen kleinen Schnorchel verbaut. Der ist auch angeschlossen, der funktioniert, hat aber natürlich keine richtige Funktion, weil ich mit dem Ding natürlich nicht so tief ins Wasser fahre, dass ich den jemals bräuchten würde. Aber ich finde es richtig geil. Damit ich nachts auch gescheit Stellplätze finden kann, habe ich mir hier vorne noch ein bisschen mich ausgetobt mit entsprechenden LED-Lampen von Lightparts. Zwei richtig fette Dinger, zwei kleinere. Hier waren übrigens früher die Sirenen drin. Der Ausschnitt passte perfekt, um da entsprechend die kleinen Scheinwerfer reinzumachen. Die alten Blaulichter übrigens, die oben am Dach waren, die habe ich ausgebaut, habe klare Hauben drauf gemacht, früher waren blaue drauf, und habe LED-Strahler reingesetzt, die ich sogar mit der originalen Blaulichtsteuerung alle vier auf einmal starten kann. Das ist ziemlich geil. Für eine gescheite Bodenfreiheit habe ich den Wagen höher legen lassen. Das heißt, er ist vorne 5 cm höher durch eine Zusatzschraubfeder und hinten ist er höher geworden, ca. 10 cm durch ein Luftfahrwerk und verstärkte Blattfedern. Da ich Vollzeit in dem Van lebe, ist mir eine autarke Stromversorgung natürlich extrem wichtig. Deswegen habe ich auf meine Dachterrasse verzichtet und habe oben auf dem Dach drei richtig fette Solarpanels, insgesamt 645 Watt. Und wo die ganze Energie und die ganze Stromverteilung zusammenkommt, das zeige ich euch hier mal im Schrank. Ja, wo einst irgendwelche Rettungsassistenten, Zubehör Platz gefunden haben, ist jetzt ein bisschen Stauraum. Wir haben hier einen Kleiderschrank und wir haben hier die komplette Elektroverteilung drin. Das Energiesetup besteht aus Solarladeregler, Stromverteilung, Ladebooster, der die Batterie während der Fahrt lädt, und einem Multi-Plus-Kompakt, der den Strom von 12 Volt auf 230 Volt umwandelt. So Leute, und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und ich nehme euch jetzt mit in mein Wohnzimmer, Küche, Bad, Schlafzimmer. Ja, ihr werdet es gleich sehen. Willkommen in meinem Zuhause. Das hier ist meine Küche. Meine Küche besteht aus Unterschränken, einem Apothekerschrank, einem Kühlschrank, einem großen Gewürzregal. Ich habe hier eine Messerleiste und wie das im Detail aussieht, zeige ich euch jetzt mal kurz. Da ich natürlich mein dreckiges Geschirr hier im Van auch ordentlich spülen muss, habe ich mich für eine sehr große Spüle entschieden, inklusive einem normalen, haushaltsüblichen Wasserhahn, damit ich hier auch entsprechend immer fließendes Wasser habe. Hier unten, unter dem Wasserhahn, habe ich drei große Schubladen. In der ersten Schublade habe ich hier Teller, Brettchen, eine Brotdose, ein bisschen Tee, alles, was man halt so braucht. Die zweite Schublade hat dann hier so ein bisschen Essensvorräte, ein paar Snacks, Cineminis und so kleine Konservengeschichten, die man unterwegs dabei haben sollte. Und in der dritten, in der größten Schublade, habe ich dann einen Toaster, ich habe einen Sandwichmaker, Toast, ja, so Kleinigkeiten eben. Der mittlere Schrank hier ist ein Apothekerschrank. Hier oben befindet sich das Besteck, alles, was man da irgendwie so braucht, an Messer, Gabel und so weiter. Hier unten sind Tassen, Nutella, Honig, Öl und der Mülleimer ist da unten drunter auch noch. Die Schubladen hier im Van sind übrigens alle mit so Touch-to-Open-Auszügen gebaut. Da kann man also draufdrücken, weil die haben nämlich keinen Griff. Ne? Einfach draufdrücken und die springen so ein Stück weit hervor. Der Plan war ursprünglich, dass sie während der Fahrt auch halten, ohne Verriegelung. Das tun sie leider nicht ganz, weil die Gehkräfte einfach zu stark sind in der Kurve oder sowas. Deswegen habe ich vor jeden Schrank und vor jeden Auszug noch hier einfach so einen kleinen Holzriegel gemacht, damit das Teil während der Fahrt nicht aufgehen kann. Des Weiteren befindet sich in der Küchenzeile ein riesengroßer Kühlschrank. Ich habe mich im Gegensatz zu den meisten Campern für einen haushaltsüblichen Kühlschrank entschieden, der über 230 Volt läuft. Vorteil ist einfach, er ist wesentlich günstiger und ich habe hier ein riesengroßes Gefrierfach am Start, wo immer Eis und so weiter am Start ist. Und
Hier unten ein sehr großes, normales Kühlfach mit verschiedenen Ebenen, ja, um da auch für mein tägliches Leben alles am Start haben zu können. Da das Besteckfach in meinem Apothekerschrank relativ begrenzt ist vom Platz her, habe ich die großen Sachen, also große Messer, hier Kochutensilien und so weiter, an eine Magnetleiste geheftet. Und Leute, das Zeug hält wirklich extrem gut während der Fahrt. Da verrutscht nichts und es hält. Zum Thema Kochen im Van. Ich habe natürlich auch eine Kochplatte. Allerdings habe ich mich dagegen entschieden, eine Kochplatte fest zu verbauen, weil einfach meine Arbeitsplatte ja nicht die allergrößte ist und ich den Platz so für den alltäglichen Gebrauch auch nutzen kann. Deswegen habe ich hier ein Induktionskochfeld, welches ich in so einem kleinen Seitenauszugsschrank-Dingsbums drin habe. Und das kann ich einfach hier rausziehen und entsprechend auf meine Arbeitsplatte legen. Damit die Platte auch mit Strom versorgt werden kann, habe ich hier so eine versenkbare Steckdose reingebaut. Ja, und hier kann ich dann einfach den Stecker einstöpseln und kann die Induktionsplatte anmachen. Übrigens, die Induktionsplatte kann mit meinem Stromsetup, was ich euch ganz am Anfang gezeigt habe, komplett autark bedient werden. Das heißt, ich brauche kein Stromnetz, kein externes, sondern kann die über mein normales Bordbatterie-Management-System laufen lassen. Das ist ziemlich geil. Da ich weiß Gott nicht der beste Koch bin, bin ich heilfroh darüber, einen 230 Volt Backofen zu haben. Der kommt ganz normal aus dem Haushaltsbereich, kostet um die 50 Euro und ist für Pizza und Co. perfekt geeignet. Da mir das autarke Stehen natürlich wirklich extrem wichtig ist, habe ich auch eine Dusche im Van verbaut. Hinter dieser Tür befindet sich mein kleines Badezimmer. Hier habe ich also auf einem ungefähr 1,20 m x 60 cm extrem viel Platz, um ja, entsprechend duschen zu können. Ich kann hier aufs Klo gehen, aktuell nur mit einer Chemietoilette. Die Chemietoilette verwende ich zwar nicht mit dieser blauen Chemie, sondern mit so Biokristallen, aber irgendwann auf lange Sicht hingesehen möchte ich da auf jeden Fall updaten und gegebenenfalls auf eine Trockentrenntoilette umrüsten. Vielleicht habt ihr Erfahrungen damit, haut es mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten habe ich hier noch einen kleinen Wäschesack hängen, wo ich meine Dreckwäsche reinpacken kann. Waschen tue ich übrigens aktuell bei Freunden oder was zu Hause, die eine Waschmaschine haben, das ist ganz entspannt. Ja, und hinter mir befindet sich noch ein kleiner Spiegel, damit ich auch mein Bad entsprechend zwirbeln kann. Zum Thema Duschen und Feuchtigkeit im Van. Macht euch da nicht so ins Hemd, Leute. Wichtig ist einfach nur, dass ihr eine gescheite Entlüftung oder Belüftung in eurem Badezimmer habt. Das könnte ein Fenster sein. In meinem Fall ist es der originale Krankenwagen-Dachlüfter, der ursprünglich über der Küchenzeile war. Den habe ich einfach umgesetzt und kann den auch mit der originalen Krankenwagensteuerung an- und ausschalten, sodass er Luft rein oder Luft rauszieht, sozusagen. Genau. Die Wasserversorgung habe ich so gesichert, dass ich einen 150 Liter Wassertank unter meinem Bett habe. Das ganze Wassersystem funktioniert mit der Druckwasserpumpe, deswegen kann ich auch haushaltsübliche Armaturen und sowas verwenden, genauso wie hier als auch in der Küche. Das Abwasser, liebe Leute, das fließt nicht in den Grauwassertank, sondern das lasse ich einfach rauslaufen. Wenn ich irgendwo auf einem Parkplatz stehe, packe ich einfach einen Eimer drunter und wenn ich halt irgendwo auf der Wiese stehe, läuft das Wasser einfach in die Wiese und versickert dort. Ich benutze aber immer biologisch abbaubares Shampoo, damit es da auch keinen Stress für die Natur gibt. Bevor wir jetzt zum Schlaf- und Wohnbereich kommen, wollte ich euch noch kurz ein Detail zeigen. Und zwar kann ich mein Licht hier mit der Siri anmachen, indem ich einfach sage, hey Siri, Licht an. Einen Moment. Okay, ist erledigt, ausführen Szene. So, und jetzt seht ihr, hier unter den Schränken hat sich so eine passive LED-Beleuchtung angemacht. Finde ich mega cool. Ansonsten haben wir hier oben noch die originalen Lichtleisten, die standardmäßig beim Krankenwagen dabei waren. Die haben wir jetzt fürs Filmen an. Normalerweise ist das eigentlich nur eine Notbeleuchtung, weil die natürlich nicht so gemütliches Licht macht. Ja, ansonsten schlafen. Ich habe 3 Schlafplätze hier im Van. Einer für Paul in seiner Dackelgarage und der andere hier für mich. Normalerweise, wenn ich hier alleine im Van bin, was ja der Regelfall ist, schlafe ich hier auf einer Fläche von 80 cm mal 1,85, 1,90, je nachdem, ob ich die Polster hier hinten wegnehme oder nicht. Sollte ich mal zu zweit unterwegs sein, mit meinem Bruder oder mit wem auch immer, habe ich die Möglichkeit, das Bett nach vorne rauszuziehen und das zeige ich euch jetzt mal kurz. Dazu macht man einfach nur hier die Hebel runter, packt hier fest, zieht das Bett einmal nach vorne, muss man hier ein bisschen drauf rumkrabbeln. Und dann kann man hier das Polster reinstecken und schon habe ich eine Liegefläche von ca. 1,20 m auf ja, entsprechend auch 1,85. Wenn ich es ganz bunt treiben will, kann ich das Ding sogar noch weiter rausziehen, kann das andere Polster noch hinten in die Ecke quetschen und habe eine Liegefläche von 1,60 x 1,85. Das ist eine Riesenspielwiese, ja, wofür man die immer braucht, das könnt ihr euch selber ausdenken.
Die Couch ist aufgebaut wie ein L, das heißt, ich habe hier meine normale Liegefläche und kann hier im hinteren Bereich einfach ganz normal sitzen. Da hier auch noch jede Menge Stauraum drunter ist, habe ich mir vor kurzem überlegt, dass es ja ganz praktisch wäre, eine Schublade hier drunter zu haben. Diese habe ich auch wieder mittels hier diesen Schwerlastauszügen gebaut und schaut mal, wie viel Platz hier drin ist. Ich habe also hier jede Menge Getränke, Bier dabei, Hundefutter, Wasser, Zewa, also alles, was man irgendwie so on Tour braucht. Ja, und wenn ich das Ding wieder zurückschicke, muss man das natürlich entsprechend entriegeln. Das war so klar, ey. Ich hab's noch gesagt. Warte. Ja, und wenn ich das Ding wieder zurückschiebe, kann ich das einfach hier einklacken und fertig. Das hält selbst der besten Vollbremsung krass stand. Nee. Damit ich hier drin auch essen kann, habe ich hier so ein richtig geiles Tischgestell aus dem Bootsbau. Das kann man entweder da befestigen oder, ich zeige es euch jetzt mal hier, das schiebt man hier so rein, kann das entsprechend verriegeln und dann kann man eine Tischplatte draufsetzen. Die Tischplatte habe ich hier in die Rückwand von der Dusche gebaut mit so einem geilen selbstgebauten Halter. Ja, und dann kann ich die einfach hier rausziehen, setze mich dann hier aufs Bett, setze die Tischplatte hier drauf und kann hier ganz entspannt sitzen. Das geht zu zweit. Meistens sitze ich ja eh alleine hier. Man kann den Tisch auch drehen und schwenken. Ich kann ihn auch hier wegfahren. Dann ist er hier auf der Seite. Oder wenn ich da vorne arbeiten will, kann ich ihn auch einfach hier reinstecken. Das ist echt ein super geiles Teil. Verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung. Mega fettes Teil. Damit ich hier im Van nicht kalt duschen muss, habe ich einen Warmwasserboiler verbaut. Der hat zwei Möglichkeiten zu heizen. Die erste Möglichkeit ist über den Kühlerkreislauf vom Fahrzeug. Das bedeutet, wenn ich eine halbe Stunde gefahren bin, ist das Wasser auf 90 Grad, ja, und ich kann richtig heiß duschen. Die zweite Möglichkeit ist, wenn ich länger gestanden habe, kann ich das über 230 Volt steuern und hierfür habe ich den Schalter, wo steht an und aus. Wenn ich jetzt hier auf an drücke, geht der Warmwasserboiler an, bis er eine gewisse Temperatur erreicht hat. Ja, und dann kann ich das Ding einfach wieder ausmachen und kann richtig schön heiß duschen gehen im Van. Kommen wir jetzt zu meinem Büro und Wohnzimmer im Van. Ich habe hier eine kleine Kommode gebaut, auch wieder mit dieser schönen Vollholz-Eichenplatte. Unten drunter ist auch genug Stauraum und was ich richtig geil finde, ich habe eine extra Musikanlage eingebaut hier für den Wagen mit entsprechenden Lautsprechern hier oben und auch im hinteren Bereich des Wagens, damit ich hier auch richtig geil chillen kann, abends oder tagsüber, wann auch immer, weil gute Musik ist wichtig. Ja, ansonsten habe ich hier meine kleine Workstation in Form von einem Apple iMac verbaut. Darüber kann ich meine Videos schneiden, kann Videos schauen, YouTube schauen, wie auch immer, oder Livestreams für euch machen. Habe hier meine kleine Tastatur dafür. Ja, was ganz, ganz wichtig ist auch, was ich eigentlich hätte zu Anfang an erwähnen sollen, ist natürlich die Kaffeemaschine. Ich verwende hier eine Nespresso-Kaffeemaschine. Bitte schlagt mich jetzt nicht. Ich habe aber dafür hier im hinteren Teil des Vans entsprechende biologisch abbaubare Kapseln, mit denen ich eigentlich ganz gut zurechtkomme, die auch entsprechend gut sind. Ja, ist schnell, ist einfach. Und wenn man schon so viel Strom an Bord hat, kann man so eine Kaffeemaschine auf jeden Fall auch nutzen. Hier im vorderen Bereich der Kommode habe ich so eine kleine Kosmetikschublade. Die lasse ich jetzt mal drin, weil die ist nämlich richtig unaufgeräumt. Hier die zweite Schublade ist meine bescheidene Unterwäschenbox mit Fuchsboxershort am Start. Und hier die dritte Schublade ist etwas größer. Dort findet mein Elektrokramplatz, meine Drohne und Kamera-Equipment, alles, was man eben so braucht für das YouTube-Business. Die letzte Schublade hier in dem Ding ist meine Pfandschublade. Hier sind dann einfach nur leere Flaschen, die ich irgendwann mal zum Pfandautomat bringen darf. Im oberen Bereich habe ich diese Hängeschränke verbaut, zwei relativ große sogar. Im einen Hängeschrank befindet sich mein Bürokram. Das bedeutet, hier sind Unterlagen, Papiere, Steuern, Kram und sowas, was man halt alles so machen muss, was keinen Spaß macht. Ich habe hier so einen kleinen Drucker drin, damit ich meine Buchhaltung machen kann, mal Verträge, Sachen, wie auch immer, ausdrucken kann. Das ist also alles hier im ersten Schrank drin. Im zweiten Schrank findet sich dann noch Platz für Elektrokrams, Paul-Zeug so ein bisschen, Ersatzbettwäsche, Handtücher. Ja, das ist so der Platz dafür. Mal gucken, ob ich irgendwann mal vielleicht auf Klamotten umsteigen möchte. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo hat der Junge denn seine Klamotten? Erstmal, wenn man im Van lebt, hat man nicht mehr so viele Klamotten. Ich habe krass ausgemistet und das, was ich noch an Klamotten habe, befindet sich hier hinten in den drei Hängeschränken und das zeige ich euch jetzt mal. Hier links befindet sich der Abteil für meine Hosen. Ihr seht, ich habe nicht unfassbar viele Hosen, aber es reicht aus. Das Ding ist, wenn man Vollzeit im Van lebt, kann man natürlich nicht für jeden Anlass verschiedene Outfits einfach haben. Deswegen habe ich hier eigentlich ausschließlich von Weitblick
die geilen Arbeitshosen. Die trage ich in jedem Video, sowohl beim Arbeiten, beim Schrauben, als auch wenn ich abends weggehe. Gestern war ich auf der Bürgermeisterfeier, da hatte ich das Outfit auch an. Weil ich liebe diese Hosen und es ist echt ein geiles Zeug. Wer von euch auch Bock hat auf richtig geile Arbeitsklamotten, dem verlinke ich unten mal meinen Gutscheincode, denn es gibt 10% Rabatt mit dem Code Freundship. Homepage und Link ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, die gibt es natürlich in verschiedenen Farben und in lang und in kurz. Im Winter habe ich die logischerweise in lang an. Hier in der Mitte ist dann mein Fach für die T-Shirts. Auch das ist relativ überschaubar, sind sehr viele Freundship-T-Shirts drin. Auch da gibt es den Link in der Beschreibung. Ja, und hier außen habe ich noch meine 4 Pullover. Auch da hält sich die Farbauswahl relativ in Grenzen. Aber ich liebe erstens grau, zweitens sind es meine eigenen Freundship-Pullis und die sind ultra. Hier hinten rechts in der Ecke, da ist so ein bisschen mein, ja, wie soll ich sagen, mein Trauerspiel. Denn hier wollte ich eigentlich meine Kameras laden und hier habe ich eine Ladestation gebaut, wo meine ganzen Kabel hier rauskommen für Handy und für Ladegeschichte generell. Aber ich habe irgendwie noch keine geile Lösung, wie ich dieses Kabelchaos hier in den Griff kriege. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ja, haut es einfach mal in die Kommentare. Vielleicht ist ja was Cooles dabei. Ansonsten, bist du noch am Start? Ansonsten findet sich hier oben noch meine Mini-Drohne wieder. Da habe ich nämlich eine coole kleine Drohne und einfach noch weitere Akkus. Hier oben ist der zweite Lautsprecher. Ja, und das war's. Ja, und die Gitarre im Hintergrund, die dient nicht nur zu Dekozwecken, die benutze ich tatsächlich auch ab und zu, denn ich finde, es gibt nichts Geileres, als wenn man am Lagerfeuer sitzt mit ein paar Freunden und so die typischen Standardlieder singen kann. Ich gebe euch mal eine kurze Kostprobe. Von dem, wie ich nicht Gitarre spielen kann. Wunderschön. War kein Lied, aber ist egal. Reicht fürs Lagerfeuer, gibt immer gute Stimmung. Ja. Der Krankenwagen hat hier in der Seitenwand original ein sehr kleines Fenster. Ich glaube 60x60 und es war nur ein Schiebefenster. Also habe ich einfach den Ausschnitt vergrößert auf 1,20 m x 60 cm und habe hier von Dometic ein Ausstellfenster reingebaut. Habe die Kunststoffscheibe gegen eine Echtglasscheibe ausgetauscht. Sieht von außen richtig schnieke aus. Ja, und ich kann hier eben frische Luft reinlassen und das nicht zu wenig. Hier auf der Seite neben dem Fenster habe ich noch so einen kleinen Organizer gebaut. Da ist dann hier oben eine Ablagemöglichkeit für Kleinkram. Hier ist eine kleine Pinnwand, wo so ein paar Erinnerungen, Kindheitserinnerungen sind. Mein kleiner Bruder zum Beispiel, meine Mom. Es gibt auch ein lustiges Bild von mir. Der kleine Paul ist am Start. Hier ist übrigens das Bedienteil für die Standheizung, denn jetzt gerade brauchen wir die Standheizung nicht. Hier sind gerade 30 Grad im Van. Aber im Winter habe ich natürlich hier auch die Möglichkeit zu heizen und das kann ich dann damit machen. Ich habe eine Dieselstandheizung verbaut, eine Autotherm R2D. Ja, die macht hier im Winter richtig, richtig warm. Apropos Heizen, ich habe nicht nur die Dieselstandheizung im Van verbaut, sondern ich habe hier unter meinem Echtholz-Parkett-Fußboden auch eine Fußbodenheizung. Und diese Fußbodenheizung lässt sich hier mit einem Touchpanel anschalten. Genau, und dann kann man da entsprechende Temperatur einstellen und so weiter. Das Ganze läuft auch komplett autark, zieht natürlich relativ viel Strom. Es sind 150 Watt, die Fußbodenheizung zieht. Ja, ist für den Winter ganz geil, wenn man irgendwo einen Stromanschluss hat, aber dauerhaft würde ich das jetzt auch nicht laufen lassen. Ist eher so ein geiles Gadget und nice to have. Auch wenn Gewicht hier im Krankenwagen nicht so die große Rolle spielt, habe ich an der Decke trotzdem darauf geachtet, dass ich kein Holz nehme. Deswegen habe ich einfach hier Kunststoffplatten genommen. Die habe ich mit Holzdekorfolie beklebt. Da habe ich dann schwarze Streifen drauf geklebt und so sieht es von weitem aus wie Echtholz. Die originale, ausfahrbare Trittstufe vom Krankenwagen, die habe ich ausgebaut, damit ich einfach ein bisschen mehr Bodenfreiheit unterm Van habe. Habe die gegen einen, ja, so einen Hocker von Ikea getauscht und habe jetzt den Platz zwischen Trittstufe und dem Boden vom Krankenwagen, ja, für meinen kleinen Scotty-Grill und die entsprechenden Gas. Kartuschen. Außerdem habe ich hier an der Küchenzeile noch Platz für einen kleinen Besen geschaffen, um die Paulhaare rauszukehren und habe hier noch einen kleinen Flaschenöffner dran für das Bier nach Feierabend. So Leute, für das Ende der Roomtour habe ich mir noch ein richtiges Highlight für euch aufgehoben und zwar ist das die Heckgarage im Krankenwagen. Normalerweise kann man ja durch den Krankenwagen hinten durchgehen. Das habe ich geändert, indem ich hier eine feste Wand eingezogen habe. Hat so ein bisschen kälte-wärmetechnische Gründe und natürlich auch platztechnische Gründe, denn hier habe ich einen Skihalter eingebaut, der im Sommer als Longboardhalter funktioniert und im Winter kann ich hier meine Ski reinstellen. Ich habe hier einen großen Stuhl, ich habe hier meinen Campingtisch, ich habe hier die kleinen Campingstühle. Ja, und ich habe hier mein neues Elektro-Longboard, was auch am Start ist. Dieses Elektro-Longboard kann ich übrigens
mit hier einer kleinen eingebauten Steckdose laden während der Fahrt. Ja, hier oben sind noch die Maxtrax Sandbleche, falls ich mich mal festfahre. Und hier in der Tür ist entweder Platz für Skistöcke oder eben, wie ihr hier seht, für eine Schaufel, für eine Säge und hier die Befüllung für meinen Wassertank. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Roomtour angelangt vom Krankenwagen. Ich hoffe, euch gefällt der Wagen genauso sehr wie mir. Haut doch mal in die Kommentare, wie euch der Wagen gefällt. Was würdet ihr anders machen? Was würdet ihr vielleicht genauso machen? Ja, und lasst mir einen Daumen hoch da. Abonniert auf jeden Fall auch den Kanal, denn ich sage euch, in der Zukunft wird es noch weitere spannende Videos geben. Nicht unbedingt nur vom Krankenwagen, sondern auch von vielen weiteren Projekten. Und ich sag mal, tschüss mit Ö, bis bald, euer Dominik.